Apokalypse Now. Dem einen oder anderen wird sicherlich dieser Film, dieser Kultfilm, noch was sagen, aber ich bin hier zu Gast beim gleichnamigen Clan, also beim Clan Apokalypse Now mit mir, dem Thorsten Gattoto. Und ich bin auf meinem RH10 hier unterwegs. Ihr seht das mit dem Avatar. Ich habe gestern in den Kommentaren gelesen, stellst die Clans vor, wo du bist. Ja, ich stelle natürlich den einen oder anderen Clan vor, wo ich bin. Allerdings der Avatar ist hier nach wie vor mein Wanderchar und deswegen steht hier auch Apokalypse Now, steht für Stärke, Zusammenhalt und Treue, Spaß, Action und Spiel in einem gepaart, Zugang Ü25, Aktivität und Teamfähigkeit des A und O, einfach von allen berieseln lassen, wir sind eins mit euch, wir sind eine Familie. Ja. Und die Familie hier hat auch ein durchwachsenes CK-Log, das ist aber alles nicht so schlimm, denn man spielt hier einfach die CKs. Punkt. So muss ich es mal sagen und so habe ich sie auch kennengelernt. Wir haben im letzten Clankrieg leider knapp verloren. Also der Gegner hat doch noch irgendwo einen Stern rausgekitzelt und ist aber alles nicht so tragisch. Wir schauen einfach mal in den laufenden CK rein und legen auch gleich los. Ihr seht das, ich habe noch einen Angriff, den will ich nämlich heute live machen auf ein Rathaus 10. Aber wir führen 36-32. Der Gegner wird die verbleibenden 5 Sterne bei uns nicht mehr holen. Ich denke mal, das Ding ist gewonnen. Und ja, fangen wir einfach mal ganz unten an. Hier eigentlich schade. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich die Base hier machen kann. Allerdings sind mir Lydia und Mike ein bisschen zuvor gekommen. Aber mal gucken. Ich habe hier den Clan ja noch nicht so wirklich kennengelernt. Also nachdem ich aus den True Voice 2 raus bin, habe ich hier zwar schon einen Clankrieg mitgespielt, aber bin natürlich noch nicht so richtig angekommen hier. Ich meine, in den Wanderclans komme ich nicht wirklich an und kann den Namen merken etc. Aber so ein paar, ja, in 3, 4, 5 Tagen lernst du hier natürlich ein paar kennen, denn die Aktivität ist hier ziemlich hoch, muss ich sagen, bei den Ü25ern. Also ich hätte fast gesagt, die sind ja alle ein bisschen älter. Und das kommt mir natürlich sehr, sehr entgegen hier, muss ich sagen. Und ist ein toller Haufen hier. Also kann ich nur empfehlen, aber der Clan ist auch pickepacke voll. Denn wenn man sich die Aktivität hier anschaut, also mit den vielen Spenden und auch mit den Clankriegen, die hier gespielt werden, also das läuft hier ganz chillig. Muss ich mal so sagen. Es läuft hier ganz chillig mit Absprache. Und deswegen ja, bin ich eigentlich gut zufrieden hier. Bin hier, fühle mich hier relativ wohl und vermisse hier nichts. Also sowieso an Truppenspenden sowieso nicht. Die Burgen sind hier so fix voll, also nicht im Moment, sondern die ganze Zeit. Also im Moment laufen ja die Clankriege noch nebenbei. Nicht die Clankriege, die Clanspiele. Da sind Clans in der Regel sowieso relativ gut befüllt. Aber guckt euch die beiden Helden an, hier, wie voll die beide noch sind. Und echt schöner Angriff hier. Ich denke mal, war vielleicht doch das Richtige, mit der Truppe hier auf die Base anzugreifen. Und erstmal die 3 Sterne hier aus der letzten Base zu holen. Ihr seht das hier, 8 auf 15. 15 ist die letzte Base. Und es ist schon ein starker 9,5er gewesen. Also die Kriege hier sind sehr, sehr stark. 10er und 11er lastig, wenig 9er hier. Da muss ich erstmal rausfinden, woran das liegt. Entweder hat man hier nicht so viel 9er. Ich habe mir nämlich noch nicht wirklich hier viel angeschaut. Aber die Truppe hier ist schon, ja, hat ein bisschen mehr verloren als gewonnen, aber ich glaube, das ist hier auch nicht so schlimm. In so einer Familie hier, wo eigentlich alle Spielspaß haben, steht der Spaß vor allen Dingen im Vordergrund. Und schön gemacht hier, auch wenn ich damit nicht ganz so einverstanden war, denn ich habe auf die vorherige Nummer auch nur 1 Stern geholt hier. Aber alles nicht so schlimm hier. Wir schauen uns hier den Berg an. Auf das Rathaus 10, ja, also ihr habt jetzt gerade gesehen, 15 hatte jetzt keine Infernos, 14 und 13 hatten dagegen schon welche und dementsprechend stark war das. Wir haben einen RH9er unten gehabt und haben das aber gut kompensiert. Hier der Gegner hat suboptimal, hätte ich mal fast gesagt, angegriffen. Meine Base ist immer noch verschont geblieben mit 2 Sternen und ja, freut mich natürlich umso mehr, aber es geht ja auch ein bisschen weiter mit meiner Defense hier. Bei meinem Rathaus 10, ich muss mal gerade so ein bisschen reingucken hier, so ist glaube ich ganz gut. Und
das, was wir letztendlich ja sehen wollen, ist ja ein bisschen Action hier. Aus welchem Clan das eigentlich immer ist, ist ja eigentlich egal. Wir gucken uns coole Clan-Kriegskämpfe an. 3 Sterne, 2 Sterne, 1 Sterner, wie es auch immer kommt. Und ihr habt ja gestern kein Video von mir gesehen. Hatte ich auch gesagt, ich bin sehr, sehr eng mit der Zeit und bin eigentlich dann ganz froh, wenn ich mal was abdrehen kann, so wie jetzt eigentlich. Habe ich einfach mal ein bisschen Luft, mich vors Mikro zu setzen und hier den Clankrieg für euch festzuhalten, inklusive natürlich des Angriffs, den ich nachher live machen werde. Also da graut es mir schon wieder vor. Aber mal gucken, vielleicht kann ich ja noch ein bisschen was kitzeln. Aber ich möchte mich natürlich so gut wie möglich hier in den Clans, wo ich mit dem Avatar bin, verkaufen. Das heißt, im Moment spiele ich natürlich die Clankriege hier. Ich sage immer Clankriege, die Clan-Spiele mit. Und solange wie ich hier bin und kein Held länger läuft, kann ich natürlich hier an der Stelle immer auch in die Clankriege mit eingreifen, wenn man mich denn mitnimmt. Und ich glaube, so anhand der Kriegssterne und anhand meines Verhaltens, glaube ich, in den Clans, habe ich da bisher noch nie Probleme gehabt. Also ich glaube, in der ganzen Zeit gab es erst einen Clan, der mich irgendwann mal zwischendurch gekickt hat. Aus welchem Grund auch immer, das war irgendwann mal im letzten Jahr. Und schöner Angriff hier von 5 auf die 13, ja, so geht das hier halt. 11 auf 10 und gar nicht mal so hoch, aber es sind 3 Sterne gewesen und das ist halt das Wichtige hier im Clankrieg beim Clan Apocalypse Now. Okay, wir gehen noch ein bisschen höher. Und ich hatte mir so ein paar Angriffe auch rausgepickt, beziehungsweise ob das jetzt 2 Sterne sind. Im Moment sind es 3 Sterne hier, Rathaus 11 auf Rathaus 10. Und wir sehen hier den De Karotte mit einem Halb-Halb-Angriff, Luftangriff. Ja, ist doch eher ein Luftangriff mit Clean-Up, sicherlich mit den Helden hier. Ist natürlich auch eine coole Kombi, um auf eine 10er Base zugreifen. Mit Thorsten werde ich wahrscheinlich als nächstes auch die Drachen machen. Mal sehen, ob ich mir nicht in den Clan-Spielen einfach mal so ein Forschungsbuch hole und die Drachen mal so eben durchdrücke dort. Denn ich glaube, die Bücher, die Forschungsbücher, sind mir da lieber, als dass ich mal ein Heldenbuch nehme. Denn manchmal habe ich ja den Gem-Effekt dahinter und so ein Held kostet immer nur 999. Hingegen so eine 14-Tage-Forschung, die liegt schon weit über 1400 oder so. Deswegen sind vielleicht die Forschungsbücher gerade für mich so als 10er, 11er gar nicht mal so schlecht. Denn mit den Helden habe ich eh Zeit genug. Schön gemacht hier mit dem Klonzauber, finde ich. Und ist, denke ich mal, für mich auch als Rathaus 11er, für einen 2-Sterner oder für einen 3-Sterner immer gut zu gebrauchen hier, die Drachentruppe. Und er hat jetzt noch 6 Mauerbrecher. Mal gucken, ob er die noch verbrät. Ja, da kommt die Armada hier. Der Mauerbrecher, die Fassträger. Oh, schade. Ah, die Fassträger sind alle draufgegangen. Okay. Aber es ist natürlich reichlich fürs Cleanup da. Und so waren das auch hier. Super. Oh, 99. Was hat denn hier gefehlt? Sag nicht eine Bauhütte. Nein, das Labor. Jetzt ist es weg. Okay. Super gemacht hier. Toller Angriff. Und wir spulen hier einfach ein kleines Stück weiter höher. Wir haben ja nämlich noch ein paar Angriffe. Jetzt muss ich mal sehen hier. Das ist der Steine gewesen hier, auch aus dem oberen Bereich. Also ihr seht das hier, es ist sehr, 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 sehr Elverlastig, sehr, sehr Zehner Elverlastig. Und dementsprechend sehen hier die CKs auch aus. Also immer eine enge Kiste, immer nette Angriffe. Also auch wir hatten hier den einen oder anderen Fail mal dazwischen, gehört einfach dazu. Und mal sehen, wie er hier mit dem Queenwalk zugange kommt. Ich nehme den mal ein bisschen größer rein, denn da bin ich ja auch immer noch so ein bisschen in der Findung hier, wie man die Queenwalks am coolsten macht. Und hat jetzt aber wirklich wenig Beschuss hier auf die Queen. Im Moment nur 2 Defenses schießen hier jetzt auf die Queen. Jetzt kommt ein bisschen mehr dazu. Ja, man sagt ja so auch als Faustregel immer so 2-3 Defenses auf die Queen, dann ist das alles im grünen Bereich. Aber sobald es natürlich mehr wird mit Clanburg und, dann wird das Ganze schon ein bisschen schwieriger.
aber hat er hier, glaube ich, gut gelöst und ist immer noch schön Richtung Chor der Bass hier unterwegs. Ja, ich sage immer Chor, es hat mir auch einer in den Kommentaren geschrieben, Mensch, Toto, du sagst immer Chor der Bass. Damit meine ich natürlich den Kern hier, die Mitte der Bass, also das Herzstück, also wo das Rathaus steht, wo die Teslas hier gerade hochpoppen und wo sich der Steini hier mal eben mit seiner Armada, boah, hier lebt natürlich noch richtig was, durch diese Bass hier gemogelt. Aber schöner Angriff hier. Ich habe auch noch nicht alle gesehen. Also einige sind ja auch von mir immer erst dokumentiert. Und freue mich aber, dass es eigentlich mit allen meinen Charakteren so ein kleines bisschen vorangeht. Also ich sage ganz bewusst kleines bisschen. Denn meine Neuner sind ja noch nicht so ganz wieder im Spiel. Der Donnerbengel ist gut im Spiel. Der Alex ist gar nicht im Spiel im Moment. Der Chief Barfuß, mein R8, ist sowas von überhaupt nicht im Spiel. Der ist auch noch clanlos. Also den könnt ihr noch buchen für ein Video oder für Clanspiel oder was auch immer. Also wer noch einen Clanspieler sucht oder auch einen Attacker im RA8-Bereich, Maxed RA8, der kann sich ruhig melden hier. Also ich habe noch zumindest den Barfuß hier im Moment offen. Der Alex wird wahrscheinlich auf kurz oder lang auch aus dem Clan rausgehen, denke ich mal. Ah, die Karotte hatten wir hier schon. Wird hier rausgehen und wir gucken hier den Dean Devil auf 11 auf 11. Jetzt geht es hier schon los. Also es wird schon ein bisschen heftiger. Und ich sag's sehr ungern, aber ich weiß gar nicht, was dieser ganze Tumult jetzt um meine Clanwechsel hier angeht. Und mein Gott, ich bin ja auch nur ein Mensch. Und habe sicherlich den Clan Tuvores in keinster Weise irgendwo in den Schmutz oder Dreck gezogen oder dass das plötzlich ein Scheiß-Clan ist. Trotzdem habe ich jetzt immer schön meine Tages-Dislikes auf meinen Videos. Ich weiß, woher sie kommen. Ist mir aber auch ganz egal. Und das müssen die Leute dann selber wissen, die meinen, sie müssten mir jetzt hier immer einen reindrücken, nur weil ich hier Nach ein paar Jahren, ja, ich war ein bisschen länger da, den Clan verlassen habe, beziehungsweise noch nicht verlassen habe. Also mit dem Alex habe ich ja eben gesagt, bin ich noch bei den True Warriors. Und aber es ist nur eine Frage der Zeit, wenn ich da rausgekickt werde, denn der Clan ist voll. Und irgendwann wird sicherlich der Leader dort oder irgendein Vize durchdrehen und auch den Alex dort kicken. Ich habe die Clanspiele noch nicht angefangen, also der ist auch noch frei zum Clanspielen. Mache ich natürlich ganz bewusst nicht. Denn wenn ich jetzt mit Alex bei den True Warriors anfange, im Clan die Clanspiele mir zu machen und dann kicken die mich und ich kann mir meine Rewards nicht abholen, wäre das natürlich umso ärgerlicher. Und deswegen werde ich dort die Clanspiele einfach gar nicht spielen. Ich werde die woanders machen, wo auch immer. Gucken wir mal. Also der Dean Devil hier, richtig krasses Ding auf diese Base hier. Und hier ist natürlich noch viel über, aber ich denke mal hier in den oberen Bereich 5 auf 3 war da schon ein starker Angriff hier. Jetzt hat er natürlich nur noch Warden und Queen und ist aber auch, denke ich mal, noch mit den Prozenten hier vor allen Dingen. Ja, jetzt muss die Queen da durch eine Mauer und eine 12er Mauer, die hat, ich weiß gar nicht wie viele Hitpoints, die hat weit über 7000, glaube ich. Müsste ich selber mal nachschauen. Und bis so eine 48er Queen auch das durch hat, also so eine Mauer, davor geht auch ein bisschen Zeit. Und jetzt ist der Warden-Geschichte, jetzt die Queen und die Heiler haben überlebt. Schöner Angriff hier vom Dean Devil. Und wir haben hier natürlich auch unseren Leader, der hat irgendwie keinen Namen, aber ich weiß, dass er Mino heißt und hat sich hier diese Base vorgenommen, also auch ein RH11 Maxed. Und hat diese hier, haben wir schon gesehen, gedreisternt, aber wie er das gemacht hat, das haben wir noch nicht gesehen, mit zwei vorweggeworfenen Sprüngen. Ja, das haben wir die Tage mal ein bisschen diskutiert im Discord, ob das so Sinn macht, so viele machen das ja so, schmeißen schon mal zwei Sprung in die Base rein, weil sie, ja, entweder wissen sie, meine Truppen gehen ja jetzt in jedem Fall diesen Weg, dann kann man das auch machen, das ist gar keine Frage, denn dann nehmen die Sprünge auch und dann kannst du natürlich auch so vorgehen. Jetzt sind die hier schon im mittleren Viertel und kommen vor allen Dingen dem Single Inferno immer näher hier mit Bola Hexen, also richtig Tumult hier in der Base. Und
jetzt geht das hier schon mal Richtung Rathaus. Jetzt sind die ersten Truppen am Rathaus. Queen vor allen Dingen mit am Rathaus. Der Rest macht hier außen noch ein bisschen Trouble. Und auch der zweite Inferno wird jetzt sicherlich ruckzuck weg sein von den vielen Skellies und den Hexen. Die machen auch wenigstens so ein bisschen Schaden. Der Adler ist immer noch am Leben. Ist eigentlich der Hammer, dass der wirklich so lange jetzt feuern konnte. Aber jetzt hat er auch verfeuert. Und dann sind das hier auf die Nummer 3 auch schöne 3 Sterne gewesen. Ja, es werden ja 3 Sterne. Ich spule das mal ein bisschen vor. Dann können wir uns nämlich noch den Angriff auf die 1 angucken und danach meinen Live-Angriff. Mal sehen, ob ich die Folge gut abschließe, für mich in Ordnung abschließe oder ob ich sie so richtig krass abschließe. Gucken wir mal. Aber hier schön gemacht mit den Hexen und mit den Bolan, und jetzt haben natürlich 2 Teslas hier als Trolls in der Ecke auch nichts mehr zu reißen. Gar keine Frage, die machen nur Punktschaden. Und aus die Maus hier von Mino auf die Nummer 3, Cat in the Mix, auch nicht schlecht der Name. Und dann holen wir uns noch die 91% hier von Dean hier rein. Also auch nochmal 3 auf die Nummer 1 hier auf diese Base hier, maxed out RH11. Und wie ist er hier vorgegangen? Oh, mit Beben. Naja, okay. Aber 91%, ich meine, da steht ja nicht mehr viel. Und wir gucken mal, warum er hier denn noch was übergelassen hat. Schauen wir mal rein. Also auch hier erstmal schön gefunnelt mit Helden, Bolern, Mauerbrechern. Jetzt sind sie durch. Und dann hat er hier natürlich jetzt die Mitte der Base schon relativ frei gefeuert mit dem Beben, also der war schon gut gesetzt hier. Und wenn du die Masse hier an Truppen hier schon mal in der Mitte hast mit dem King, der ist noch zündbar, Queen ist noch zündbar, Ola geht noch ab hier. Und auch hier, jetzt haben wir hier allerdings ein Multi-Inferno, okay. Ja, der tut den Truppen natürlich nicht ganz so weh, denn auch der Dreier-Bowler hat 350 Heal-Points, glaube ich, und kann dann schon mal so 1, 2, 3, 5 Sekunden länger überleben hier an dem Multi. Jetzt ist auch der Geschichte. Na, jetzt gucken wir mal, ein paar Heile noch dabei. Jetzt wird es wieder so, was ich auch sehr gerne anspreche, jetzt wird es wieder ein bisschen zäher. Also jetzt kommt wieder dieser Gummieffekt. Die Heiler sind jetzt dran von den Skeletten. Er hat natürlich auch keine einzige Truppe, die jetzt die Heiler daran hindert, den Golem noch weiter zu heilen. Ich meine, okay, da sind sie jetzt aber auch durch die Zwölfermauer durch. Und mal sehen, ob die jetzt noch in Queen-Reichweite kommen, aber ich denke mal nicht. Und ich glaube, das war dann letztendlich auch ausschlaggebend hier. Denn ja, jetzt sind sie gleich alle weg, die Heiler. Jetzt ist null Heilung mehr da. Jetzt schmeißt er den Gift eher geworfen. Hätten die Heiler mit überlebt. Schade. Schade, sehe ich auch jetzt erst. Aber ich denke mal, trotzdem cooles Ding hier. Und ich werfe mein Tablet schon mal an. Ich weiß, dass ich da noch mit einem anderen Account drauf bin. Aber ich will jetzt mal sehen, dass ich hier jetzt meinen Angriff noch mache, um den CK auch für mich hier abzuschließen. Denn ich habe jetzt lange genug gewartet, aber es ist auch extrem schwierig für mich. Werdet ihr gleich sehen. Und mal sehen, ob ich da überhaupt was hole. Ich bin immer dann schon um den Stern ganz froh, dass ich einen hole. 2 wäre natürlich optimal. 3 ist fast Utopie. Also da bin ich relativ weit von entfernt. Das macht aber unter Umständen nichts. Donnerwetter. Hat der hier noch Prozente geholt? 91%. Mit Heiler, seht ihr selber, wären das auch unter Umständen 3 gewesen. Aber ich schwenke jetzt mal aufs Tablet und dann sehen wir uns in 0 Sekunden auf diesem Account wieder. Okay, ich habe meine Truppe wieder, beziehungsweise nicht wieder, sondern ich habe sie schon lange und will jetzt mal sehen, dass ich meinen letzten oder überhaupt meinen Clankrieg am Griff schon mache. Die 14 kann ich leider nicht mehr machen, die habe ich schon gemacht. Und die 12 hat mir, glaube ich, nicht ganz so zugesagt. Ich muss mal eben schauen. Nein, die 12 hat mir nicht ganz so zugesagt und deswegen, glaube ich, ist die 11, ja, die 11 ist für mich die bessere Base hier mit meinen Truppen. Also ich attacke jetzt mal und ihr seht hier meine Truppen mit dem RH10. Habe ich ja auch noch nicht so oft angegriffen. Ich hoffe, dass meine Mauerbrecher durchgehen. Aber ich starte einfach mal mit 4 Heilern, richtig vielen Bolern. Und dann geht das hier hoffentlich jetzt rund in der Base. Mal schauen, wie ich hier anfange. 1, 2, 3, 4, 5. So, erstmal hier mit 5 von denen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hoffe ich, dass ich die Bauhütten nicht vergesse. Nein, ich vergesse die Bauhütten nicht. In der Clanburg hier
habe ich einen Golem und einen Riesen. Dann nehme ich meine beiden anderen Riesen noch mit dazu. Jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass mir hier irgendwo ein Minenwerfer was schießt. Meine Helden hier mit rein und die restliche Masse an Bola hier auch, damit ich jetzt meinen Sprung mal setzen kann. Hier muss ich giften. Oh, oh, oh. Eieiei, das wird jetzt haarig hier. Ah, dieser Doofe. Ich habe mir den Angriff vorher gelau, hätte ich mir anschauen sollen an der Stelle. Denn dann hätte ich das gewusst, dass hier ein Lava-Hund drin ist, der meine Queen natürlich jetzt derbe auf den Nerven geht. Oder meine Truppen, das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, noch sind sie ja noch dabei. Ich habe jetzt allerdings schon relativ viel verfeuert und muss jetzt auch meine Queen zünden. Also ich denke mal, es wird hier bei 2 Sternen leider bleiben. Da geht mein King jetzt auch nicht mehr ganz so stark durch. Ist, glaube ich, nicht so schlimm. Wir haben das Rathaus hier erwischt. Und der Hund ist jetzt... ja, okay. Jetzt kommt der Hund natürlich gleich auf meine Queen. Dann setzen wir mal hier noch so ein bisschen was an Truppen. Ah, ich habe meine Zauber leider alle verbraucht. Ich denke, meine Queen wird es nicht schaffen. Das sind zu viele Pups, oder? Ah, nein, schafft es nicht. Okay. Aber meine... Na, die Bogenschützen in Heilung. Yes. Shit, nicht ganz geschafft. Mal sehen, der Magier jetzt in Heilung. Ob der noch was reißt? Ja, Magier in Heilung ist gar nicht mal schlecht. Jawohl, da gehen noch ein paar Prozente. 70% schon auf die Base hier. Und es ist für mich ein Abschluss, der in Ordnung ist. Da kann ich mit leben. Mit den beiden Sternen hier. 3 habe ich auf diese Base nicht erwartet. Und ich habe zumindest hier einen sauberen Abschluss, denke ich mal, mit dem Account hingelegt im Clankrieg. Mal schauen, der Bonus ist in Ordnung und ich bin natürlich nicht der Führer hier auf der Base. Die war ja schon mit 97%, aber ist nicht so schlimm. Guter Angriff hier von mir, auch zum Üben, denke ich mal, war das absolut in Ordnung. Ich muss jetzt noch mal eben was nachfordern. Das brauche ich nicht, ich brauche im Moment Riesen. So. Riesen und Gift. Vielen Dank. Das Ding wird immer sehr, sehr schnell voll sein hier. Habt ihr jetzt auch mal einen kurzen Update-Status hier. Ich habe alle 5 Bobs am Rennen hier in dieser Base hier. Muss mal gucken, wo ich meine Bücher noch so einsetze. Erstmal sind jetzt die Clan-Spiele dran. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen hier aus dem Clan Apokalypso, wo hier schon wieder ein Ausrufezeichen ist, weil hier so viel getippt wird. Und ich verbleibe euer Toto. Clash Toto.